Hallo und herzlich willkommen. Hier gibt es eine Kurzinformation, was sollte wer im BIM-MOOC lernen, welche Modulen sollte er teilnehmen. Der BIM-MOOC selber besteht aus dem Kurs im On-Campus und den Lernmaterialien unter bim-openacademy.com. Der Kurs selber besteht aus den Modulen 1 bis 5, also beginnt im Februar und dann parallel zum BIM-Jahr. Und es gibt jeweils pro Modul 2 bis 3 Einheiten und jede der Einheiten hat eine Live-Session, Lernmaterialien und entsprechende Austauschforen für Aufgaben, Erfahrungen oder auch Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen. Das ist besonders wichtig auch für die erfahrenen Imker oder erfahrenen Imker. Wenn sie was am Stock feststellen, vielleicht ein Foto haben, eine Frage haben, können sie das passend zu der Zeit, wo das gemacht wird, hier reinstellen und dann entsprechend sich mit den anderen dazu austauschen. Was ist nun für welche der Zielgruppen interessant? Für die jungen Imker, also die Anfänger, die jetzt so noch so einen Grundlehrgang im künstliches Wissen durchführen müssen, sind natürlich die Module 1 bis 5 interessant, weil das erste Modul ist die Theorie. Da geht es also um das Biologie der Biene und die ganzen Grundlagen und die Motivation dazu. Für Bestandsimker, die sowas alles schon wissen, ist es mir viel interessanter, jetzt wirklich, wenn es bei einem Bienen losgeht, parallel zu den Arbeit an den Stöcken, ihre Fragen loszuwerden, neue Inputs zu bekommen, Hinweise zu bekommen, Optionen irgendwas zu machen. Und deswegen nehmen die am besten vom Modul 2 bis Modul 5 teil. Das ist also das parallel zum Bienenjahr. Und sie können dann entweder Experten bei einer Live-Session zuhören oder auch viel in den Foren als Erfahrungsaustausch nutzen und die einen oder anderen Lernmaterialien sind eventuell auch für die Bestandsimker dann interessant. Umweltinteressierte oder Landwirte und Bauern interessiert vielleicht hauptsächlich das Thema, wie kann ich Bienen und Bienenhalter und Insekten unterstützen. Und das ganze Thema Blühflächen, Trachtpflanzen und so weiter, das ist im Modul 2 behandelt. Das heißt, man kann auch tatsächlich bloß an dem Modul 2 teilnehmen, wenn einen das Thema interessiert. Und das wäre für alle, die sich so für Blühpflanzen, Blühflächen und Trachtangebote und sowas interessieren, also wie man auch ohne Bienen die Insekten unterstützen kann. Die Imker-AGs, dort richtet sich vor allen Dingen an die Lehrer, die so eine Imker-AG durchführen oder die Imker, die sowas durchführen oder die Eltern, deren Kinder jetzt an der Imker-AG teilnehmen. Die können hier sich entsprechend Anregungen holen, was mache ich dort, was ist in der jeweiligen Woche dran, welche Materialien kann ich verwenden, was kann ich basteln, was kann ich bauen. Hier ist vielleicht auch dieser Basteleffekt, was ich selber bauen, basteln kann, weiter ausgeprägt. Und dann gibt es natürlich noch die Zielgruppe, die ich als Interessierte nenne. Das sind die sich für Bienen interessieren, aber nicht wissen, soll ich nun selber Bienen halten? Ist das was für mich? Interessiert mich das? Was kommt in dem Jahr auf mich zu? Die können also an Modulen 1 bis 5 dran teilnehmen und können dann nach dem ersten Jahr vielleicht entscheiden, ob sie tatsächlich Imker werden oder ob sie tatsächlich nur mit Blühflächen und anderen Möglichkeiten Insekten und Bienen unterstützen und selber keine Bienen halten. So ist das Ganze vom Aufbau gedacht. Und es ist am besten, das ist ja also kostenfrei, meldet euch an, schaut mal rein, guckt, wie das Ganze funktioniert und dann könnt ihr euch entscheiden, ob es euch was bringt oder ob ihr regelmäßig dabei seid. Also vielen Dank und ich hoffe, viele von euch zu sehen.